Merule. Nein. Elias findet meine Schminksachen total interessant. Darf die Mama sich kurz ein bisschen schminken? Und nicht die Finger da reinstecken. Ach, du schminkst dich auch? Das schminkt sich auch. Ei. Du willst auch schminken? Okay. So. Mama, guck mal. Schaffst du das? Ja. Super. Ich wollte gerade guten Morgen sagen, aber es ist schon gleich um 11. Und ich habe mich nur für euch fertig gemacht, weil sonst würde ich ungeschminkt in Schlafklamotten hier rumlaufen. Ich muss auf jeden Fall Wäsche heute noch reinmachen. Das mache ich jetzt auch gleich. Vorhin hat es an der Tür geklingelt und die Schreibtischbeine sind angekommen. Und die wollte ich jetzt mal auspacken. Und vielleicht schaffe ich das alleine, den Schreibtisch aufzubauen. Also die Beine dran zu machen, dass wir... Also heute ist das Ziel, die zwei Zimmer zu tauschen. Also Lukas geht rüber, Büro geht da rüber. Genau, das ist unser Ziel heute. Ich hoffe, wir schaffen das. Lukas muss aus dem Zimmer raus. Beide großen Kinder sind jetzt übrigens zu Hause. Denen geht's nicht gut. Der Elias hat ganz schlecht geschlafen. Ich hoffe, die zwei Großen haben ihn nicht angesteckt. Noch geht's ihm gut. Macht jetzt einen Mittagsschlaf und ja, ich weiß nicht, was heute Nacht los war. Er war gefühlt tausendmal wach. Ja, yeah. Leonie zieht sich um und hier sind die Tischbeine. Die packe ich jetzt erstmal raus hier. Ich mache mir erstmal die Haare zu, weil das stört mich einfach. Und ich habe vorhin Fallbody angezogen. Ich habe jetzt ein T-Shirt an. Ich zeige euch mal später den Unterschied, weil hier im Vlog habe ich das, glaube ich, noch gar nicht gezeigt. Was? Lass mal das ausziehen. Warte, ich helfe dir. So. So. Das ist bequemer. Okay? So ist bequemer. Super. Aha. Und das sind so richtig dicke. Ah, super. Beine. Ja. Da ist noch was drin, ja. Die Platten. Und jetzt müssen wir den Akkuschrauber holen. Unten im Schrank. Das war's, oder? Nee, da sind wir Schrauben. Willst du auch mal? Ups. Hallo. Kommst du auch wieder runter? So, wir müssen jetzt hier unterbrechen. Und später weiter. Das halbe Zimmer ist schon ausgeräumt.
Und jetzt warten wir auf den Papa, weil Elias ist wach. Heute natürlich sehr kurz geschlafen. So, und jetzt wollte ich euch die Bodies zeigen, wie die auch mit Jogginghose, aussehen. Und ja. Tada! Jetzt mit Body. Der Bauch ist weg. Ich verlinke euch natürlich auch hier den Shop in der Infobox und 20% Rabatt mit meinem Rabattcode, wie cool. Und ich habe gestern im Shop geguckt, ist alles noch reduziert, also man kann da richtig tolle Schnäppchen machen. So, mit Spaghetti-Träger. Jetzt guckt hier nichts mehr raus. So kann man sich auf den Sommer freuen. Ich freue mich auf jeden Fall, weil man kann die Bodies mit Rock und kurzen Hosen und Kleid. Was ist da? Spaghetti. Spaghetti-Träger. Spaghetti-Träger heißt das. Spaghetti-Träger. Vorsicht. Kuschelbärchen. Zeitbutter ist jetzt fast leer. Und noch hier vorne, das sind die ganzen Fotos. Das ist mein Chaos hier. Alus. Das ist Lukas. Oh. Süß. Elias. Baby. Bis dann gleich. So, raus. Einmal ja, das Bett rüber. Ja, die Tür kann man doch rausheben. So. Aber jetzt gewischt ist jetzt nur da hinten ist ein bisschen Kakao an der Wand. Oh, der Lukas. Hier, dein Kissen. Hast du ihn? Der Schrank ist auf dem Weg. Ach, das hinterm Schrank jetzt. Oh. Ja. Das ist das Sideboard. Jetzt haben wir hier rüber geschoben. Was ist los? Guck mal, Elias. Guck mal, es fällt auf, wenn er ein, zwei Dinge nicht hat. Ui. Es regnet. Ja, das Netz müssen wir auch neu machen hier. Oh, die Luft ist so gut. Elias, der Chef. Bist du neuer Chef hier? Guck mal hier, was habe ich hier? Ja. So, hier wird gekocht. Elias, bleibst du mal kurz bei der Sardine? Wir haben ganz viel ausgemistet. Das muss noch in die Wäsche. Der Müll muss noch sauber gemacht werden. Wir schwitzen alle. Das ist so anstrengend, aber wir haben es geschafft. Also noch nicht ganz. Aber die Sachen sind jetzt. Lukas, sein neues Zimmer. Ich hoffe, ich darf es jetzt zeigen. Ja, ich glaube schon. Sieht jetzt richtig schön ordentlich aus. Er kriegt jetzt den Fernseher von Papa. Da hat er sich riesig gefreut. Seine Parfümsammlung hat er gleich aufgestellt. Sein Computer und sein Bett beziehe ich morgen noch frisch. Seine ganzen Klamotten sind jetzt hier im Regal und ja, sein Nachtschrankchen, mehr braucht er nicht. Hier hat er noch ganz viel Stauraum und die Regale, genau, und das war's. Da freut er sich, glaube ich, besonders über den Fernseher. So, im Schlafzimmer ist jetzt alles vollgestellt. Da hatte ich gerade einen Staubsauger. Ich weiß nicht, ob der überhaupt funktioniert. Ich glaube, der ist kaputt. Und Kinderzimmer, jetzt haben wir hier einfach zugemacht, weil hier müssen wir morgen, wenn die Kinder schlafen, muss ich alles sortieren erstmal. Da ist die Computerecke. Moment kurz. Und ja, hier sieht es halt ein bisschen chaotisch aus. Aber ich zeige es euch, wenn ich morgen alles sortiert habe. Roy macht später noch weiter, aber wir müssen jetzt erstmal essen, weil die Kinder müssen ins Bett. Dann zeige ich euch in Ruhe morgen das Endergebnis. Und dann können wir morgen
im Schlafzimmer ausmisten. Dann alles darüber und wenn im Schlafzimmer nur der Schrank in der Mitte steht, den können wir dann abdecken und dann können wir die Wände machen, dann ist das Zimmer auch fertig. Und dann, ja, ich freue mich auf jeden Fall auf das Endergebnis. Und jetzt verabschiede ich mich von euch. Danke fürs Zuschauen und bis morgen.